Ich habe das viel mal analysieren sollen. Na egal, hier ist ein Torpunkt, an den ich eigentlich gerne erfüllte, aber egal. Dann, warum flackert es da vorne? Ist das Absicht vom Spieler oder ist das ein Grafikfehler? Ich hoffe nicht. Ah, okay, was jetzt? Nach links. Ah, oh, das ist es. Oh. Was zur Hölle? Schön, dass es aus nichts ein Boss kommt. Abaddon, ja, woher kenne ich das Vieh? Das ist ein Untoter. Heilsame und Alten sind wirksam. Ja, ist auch logisch, Abaddon. Vitra, Betiger und Antiz. Abaddon kenne ich von RPG Maker, da gab es mal ein... Ja, toll. Da gab es mal ein Dingens dazu, ein... wie heißt das? Einen... Da einen Vika auf Abaddon, ein Battle Spike für den. Wie viel Schaden macht Vika? 5800! Okay, der Typ ist aber sowieso gleich Geschichte wahrscheinlich. 946,56. Ach, so viel Schaden macht man eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Und er ist blind. Sehr gut, dann trifft er sowieso nicht. 3568, 291, und bam, 146. Naja, mit der ist es nicht so groß und nicht stark, aber ich werde ich jetzt immer koppeln sollen. Na egal. Ich will mal so fertig machen. Das bist du wahrscheinlich da. Was macht der denn jetzt? Er richtet sich auf, ne, super. Und jetzt machen wir noch weniger Schaden, oder wie ist das? 25, ne, super. 124. Da. Und er ist schon tot, oder was? Wie steppt der denn, wie geil? Cool. Na gut, es war kein langer Kampf. Da. Und natürlich kriege ich keine Erfahrungspunkte, wie immer. Flairstein, 40 AP, Kapunkelbeerstein, Autoreflex, Leviathan, GF Medizin, Alexander Zauberwandler. Ha. Ja. Ja, war das ist alles GF Kapunkel, glaube ich, was. Und hat alles schon gelernt. Dann irgendwie Cerberus oder. Nee, Alexander was, glaube ich. Beleben wäre nicht schlecht. Tomberry? Nee. Leviathan? Auch alles schon gelernt. Was nicht? Cerberus noch, glaube ich. Doch nicht. Demona? Du hast auch alles schon gelernt. Na egal. Gut, weiter geht's. Ja, so. Viel zu starke Charaktere. Was ist da los? Da ist was. Eine Öffnung. Da oben geht's weiter. Wir gehen jetzt hinein. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach rechts. Gucken, was rechts ist. Da war natürlich ein Drawpunkt, ne? Also ähnlich. Noch nichts. Ja. Geht's nicht weiter. Warum gehe ich das in so einer Situation geht? Das ist sinnlos. Egal. Also dann geht's hier nicht weiter. Oder ich sehe wahrscheinlich wieder keinen Trigger. Na komm. Geh da jetzt hin und aktiviere den Switch oder wie auch immer. Ja. Jetzt, okay. Gut, auf nach oben. Was auch immer das ist. Intruder, nicht Intruder, warum Spy, warum spricht er das Spy? Aha. Was der Hölle, das sieht aus wie in der Vault. Was sowas von? Wir sind ja voll aufgelandet, glaube ich. Was zur Hölle? Das ist ja mal mit der ganzen Bildschirm, na super. Was jetzt wohl geschehen mag.
Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe auch weiß, wann man da umgeht. Wohin werden wir gebracht? Irgendwie verstehe ich hier nur Bahnhof. Ich weiß gar nicht, wie ich hier was ich mache. Es gibt auch keine Garantie, dass wir erst da erreichen. Trotzdem. Es gibt kein Zurück mehr. Was jetzt? Dann müssen wir mal zeigen, dass ich mich bewegen kann. Genau kann ich nicht untersuchen. Reden. Mit dir. Reden. Reden mit mir. Oder auch nicht. Ach jetzt. Das sieht was. Aha. Gestoppt. Wir scheinen angekommen zu sein. Okay. Also kann ich jetzt da lang. Squall, was sollen wir jetzt machen? Rein was passiert ist, überrascht mich jetzt nichts mehr. Das wisst ihr doch, oder? Kämpfen oder was auch immer es ansteht. Auf jeden Fall, was? Aha, er hat gerade geladen. Toll. Ich musste mal kurz schneiden, denn ich wusste nicht, ob es Astikron wird. Der hat mich gerade die Zwischensequenz geladen. Was geschieht jetzt? Eschteil ist dann schon 30 mal geworden. Yippie! Das ist Wahnsinn! Ah ja. Holy moly. Das sieht irgendwie aus wie in so einem Datennetz. Auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Ah ja. Sie haben eine hochentwickelte Technik. Sie wissen bestimmt, was wir, dass wir hier sind. Vielleicht greifen sie uns an. Seid also vorsichtig. Ausgerechnet jetzt. Das ist äußerst schlecht. Jetzt haben wir wegen dieses scheiß Gefühl bekommt. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich darf den nicht mitnehmen. So. Axel zu dich und du zu ihm. So. Austausch müssen wir noch machen, oder? Nee, also wir müssen die Kopplungen noch extra machen, dann jetzt, wenn wir drüben sind. Der Dünne und der Riese. Er arbeitet an der Lunatic Pandora. Aha, du bleibst und hilfst hier. So, an der Arbeit. Ja. Lunatic Pandora? Ich werde erstmal koppeln, denn, ach, du bist ja schon gekoppelt, stimmt ja. Squall ist ja leider Sekunde schon gekoppelt. Mhm. Ah ja, warum haben wir so wenig Geld? 5400 nur. Ach stimmt ja, es wird ja auch ausgewechselt. Mhm. Hunger. Du da, keine Privatgespräche. Was zur Hölle? Aufgaben aufgeben nach 3-4 Tagen? Was für ein Weichei. Als ich noch jung war, habe ich tagelang ohne Schlaf. Bla bla bla. Naja, und was jetzt? Einfach mal untersuchen, dass ein... wie heißen die Viecher? Keine Ahnung. Was werden wohl Carlos und Wart machen? Kein Privatgespräch hier. Wie oft soll ich? Hey, Mittag, Zeit zum Essen. Du machst noch weiter. Das hast du davon, wenn du herumlaberst. Hey, du Biest, du auch. Es gibt kein Futter, bis du damit fertig bist. Warte doch mal. Bis er fertig ist? Ich brauche nur 2-3 Stunden. Aus seiner Arbeit. Das dauert aber mindestens noch 2-3 Tage. Dann gibt es in der Zeit kein Essen. Wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr fleißiger arbeiten. Was sind die bitte für Arschlöcher? Hilf mir kurz. Ich komme mit dem Riesen nicht klar. Ich gehe kurz weg. Aber macht ja keinen Scheiß. Ihr werdet überwacht. Mhm. Alles okay? Du trockest ein wenig. Kriegst du vernünftig was zu essen? Oder bist du vielleicht krank?